Setzt euch, setzt euch. Fühlt euch wie zu Hause. Ich finde es ja schön. Wo sitzt du? Ich sitze natürlich neben dem Fax. Entschuldigung, ich muss das unter Kontrolle haben. Ihr versteht, was ich meine. Oh. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch zum neuen Album. Alone, da haben wir es ja vor uns stehen. Seid ja am Wochenende ja schon richtig überschüttet worden sozusagen bei Wetten, dass, ne? Mhm. Das ist gestern rausgekommen und ist jetzt schon, wie oft vorbestellt worden? 500.000 Mal. Ja, aber nur in Deutschland. Also, ja, gut, aber ja, nur nein, in Deutschland. Im Ausland kommt dann natürlich noch ein bisschen was dazu. Naja, das ist ja Wahnsinn. Was habt ihr da gedacht? Wann habt ihr es erfahren? Ja, dass das schon so oft vorbestellt wird. Ich meine, das verfolgt man natürlich die ganze Zeit mit als Künstler. Also klar, wir wissen ja quasi so jeden Tag, was da so passiert. Deshalb war das für uns nicht mehr so eine große Überraschung. Und bei Wetten, das war es natürlich schon toll, als wir dann auf einmal mitgekriegt haben, dass Gottschalk also nicht in der Lage war, die ganzen Goldenen aufzuhängen. Weil die hatten drei so Stellwände und dann haben sie eben 200 Stück aufgehängt und dann war eben Schluss und 200 lagen noch da und so. Also es war schon klasse. Ist dir das unheimlich, Thomas? Also ein bisschen ist es schon unheimlich, aber auch sehr schön. Also, das hat so beides. Also, wenn man da so richtig drüber nachdenkt, dann, ich zum Beispiel, ich meine, ich habe ja nun gar nichts damit zu tun, aber ich denke so, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja echt so, als ob ihr... Nein, doch. Aber also, ich denke in dem Moment immer, es gibt nun so viele Künstler, auch die noch nie so in ihrem Leben eine goldene bekommen haben. Und wir haben wirklich das Glück, so letztendlich so viele zu kriegen. Das finde ich toll und das ist ein bisschen unheimlich und... Das macht nie so einen Krach. Das Fax knarzt. Wir können uns keins leisten. Thomas ist das. Ich dachte schon, der Hocker ist das. Oder Thomas so. Knarzt die ganze Zeit rum. Nee, aber es ist ja echt, als ob man 10-mal einen Sechser im Lotto gezogen hätte. Das ist schon ziemlich klasse. Nee, das ist aber ein Unterschied. Ja, weil man dafür gearbeitet hat natürlich. Richtig, ja, weil Lotto, das kann ja jeder. Also das hat was mit Glück zu tun. Und bei uns ist das eben so, also das ist eben die Hälfte, würde ich sagen, Glück. Und die andere Hälfte natürlich schon. Ich meine, hat das schon ein bisschen was damit zu tun, dass man sich da im 15 oder 20 Jahre jetzt damit auseinandergesetzt hat, ne? Wie das funktioniert und so. Alone habt ihr ja mitgebracht gleich. Und das sind ja alles neue Songs. Titel, ja, genau. Es ist jetzt überhaupt gar nichts mehr Remixes drauf. Also bis ja am Schluss Space Mix. Genau. Das war eben so, das Album war über 80 Minuten lang. Mhm. Und auf so eine CD, ich weiß gar nicht, ob die Leute das wissen, auf so eine CD gehen nur 78 Minuten, dann explodiert die. Und also ihr kriegt wirklich so viel, wie auf so eine CD überhaupt drauf geht. Also wir haben jetzt genau 78 Minuten sind da drauf. 77 Minuten und 9 Sekunden. Mhm. Genau. Rouge et Noir heißt zum Beispiel ein Titel. Das ist ein kleines Dankeschön an unsere französischen Fans. Aha. Weil eben das letzte Album wieder auch utopisch in Frankreich gelaufen ist. Und Tim, also wir haben da eben auch über 1 Million verkauft in Frankreich und so. Und deshalb haben wir eben auch einen Titel Rouge et Noir. Also habt ihr auch in Französisch gesungen? Das ist nur diese Zeile. Obwohl, er kann Französisch. Ich kann Französisch. Achso, aber ja, so, hattet ihr denn... Was? Ich dich dagegen nicht, aber deswegen habt ihr trotzdem einen Song lieber auf Englisch dann gemacht. Ja gut, ich meine, wir sind natürlich, wir verkaufen weltweit, aber wir dachten, Rouge et Noir, das ist doch eine sehr schöne Phrase und der Song ist auch ganz toll geworden. Hm. Und das Album ist aber jetzt überall rausgekommen, weltweit oder... In 48 Ländern. In 48 Ländern am gleichen Tag. Ich glaube, ja. Ich habe nicht überall angerufen, aber man hat mir gesagt... Weißt du so aus dem Stegreif, in welchen Ländern alles so? Ja, in etwa. Also ich meine natürlich in Gesamteuropa, ist ja klar. Und dann eben in allen den Ländern, also wo wir eben Gold bekommen haben. Asien also, oder, und so. Genau. Was mit USA? Südafrika. Ja, das sind so, also USA ist das einzige Thema, was uns so ein bisschen quer liegt. Weil es ist einfach so, wir sind eben, als Künstler hat man einen weltweiten Vertrag. Den haben wir eben bei unserer Lieblingsfirma BMG. Und BMG Amerika oder so, die macht im Moment noch ein bisschen Stress. Ne? Aber wieso machen die denn Stress? Ich meine, die sehen doch, die haben Superstars da sitzen. Ich meine, Leute, die weltweit aber Millionen Platten verkaufen, da können die doch keinen Stress machen. Da müssen die doch eigentlich sagen, Leute, kommt nach USA und macht hier mal. Wir haben das, man muss es folgendermaßen sehen. Es ist natürlich sehr einfach, jetzt das so innerhalb von einem Satz zu sagen, das ist blöd, dass sie das nicht machen. Aber es ist, wenn wir nach Amerika gehen, wir können das natürlich nicht, wir können nicht eine Promotion in Amerika machen an einem Wochenende. Das geht nicht. Also wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man wirklich ein Minimum seine 6 bis 8 Wochen nach Amerika. Man muss quer durchs Land und die großen Fernsehshows machen und halt eben verschiedene Clubauftritte machen. Und viele Radiosender, das Land ist ja riesengroß. Clubauftritte stehen wir nämlich. aber deshalb, wir haben keine zusammenhängenden 6 oder 8 Wochen. Das ist für uns wirklich ein Problem. Dass wir auch im letzten Jahr, wir haben schon 2-mal Südamerika absagen müssen, weil wir einfach hier in Europa und Deutschland so viel zu tun hatten, dass wir auch da keine 14 Tage
Zeit hatten. Aber fuchst einen das denn so ein bisschen, zum Beispiel Dieter, ich meine, du bist ja aber sehr ehrgeizig und so, ne? Ich meine, du sicherlich auch. Ehrgeizig? Ja, aber nicht, so vielleicht nicht Ehrgeiz so sehr. Nee? Na, warum ist er denn so ehrgeizig? Das weiß ich nicht, weil er redet immer so viel von, wie viele Platten also ihr verkauft habt und so. Du redest immer gerne davon. Ich meine das gar nicht negativ. Pass auf, soll ich das mal erklären? Ihr habt keinen Sand, wenn ihr rückwärts umfallen wollt. Es ist einfach so, es gibt in diesem Geschäft unheimlich viele Leute, die so rumdröhnen. Und die einfach erzählen, ich bin da groß und da toll und bla bla. Und das ist viel in unserem Geschäft, das heißt das Showgeschäft, und viel ist ja einfach gelogen. Hm. Aber Zahlen, ich meine Zahlen, weißt du, 2 und 2 sind 4, das sind Fakten. Und deshalb komme ich immer mit meinen blöden Zahlen, wo die Leute mir denken, ja, warum erzählt der jetzt wieder dass sie ja 10 Millionen Platten verkauft haben. Nee, das ist ja okay. Aber ich andere meine erzählen nur, immer, weißt du, ich bin in Japan, Big in Japan, gab es ja mal so eine Nummer von Alpha Will, die eben darüber, viele erzählen immer, es gibt ja auch Künstlerinnen oder Moderatoren, die erzählen, Mensch, mit meiner letzten Platte war ich in Japan Nummer 1 oder so. Super. Und wenn du dann da anrufst, sagen die, was, kenne ich nicht, nie gehört. Wenn da anrufst, Dieter ruft dann natürlich so, stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Nein, ich meinte das ja auch gar nicht im negativen Sinn. Ich meine, du hast das, wenn ich ein Interview von euch sehe, dann ist das halt immer so, also finde ich auch gut, man soll ja auch zu seinem Erfolg stehen. Ihr habt ja auch was dafür getan. Es ist ja nicht so, dass ihr rumsitzt und denkt, haha, alles ganz toll. Aber ich meine, fuchst dich das, dass zum Beispiel Amerika jetzt nicht irgendwie, ist man daran so gewöhnt an den Erfolg und denkst dann so, ha, Amerika, da muss ich noch irgendwas deichseln. Naja, also im Moment ist es wirklich so, also ich mehr arbeiten als im Moment könnte ich nicht. Weil ich bin jetzt also wirklich also fast nie mehr mit Familie oder nichts mehr privat und so weiter. Und wenn ich mir jetzt noch vorstellen würde, also Amerika auch noch, also langsam, also ist dann das Leben irgendwann nicht mehr lebenswert. Mm. Und ich, wie gesagt, ihr wisst ja auch bestimmt alle hier, ich mache ja auch Touché und so, dann müsste ich da wieder ein bisschen Zeit abkneifen und so. Und also so ist es schon ganz okay, so schaffe ich es gerade. Und also ich brauche es, wenn Amerika jetzt durch einen Zufall passieren dann würde. Ja, aber so erstmal. Ja, aber ich würde nicht alles jetzt dafür geben. Easy peasy. Ja, aber ich finde es gut, dass ihr immer noch Zeit habt, überhaupt zu kommen, zu interaktiv. Ich meine, Samstag, Wetten, das? Und heute schon wieder so im kleinen Rahmen, mehr intim und so. Das finde ich sehr schön. Sind wir ja heute Abend bei Harald Schmidt. Ja, gut, aber ich meine, da sind ja auch nicht so viele Leute. Nee, stimmt. Nee, aber wir machen das gerne. Also ich sag mal wirklich, wir gehen ganz, ganz gerne zu den Leuten eben. Ihr habt uns beim letzten Album ja unheimlich geholfen. Und Harald natürlich auch und so. Und zu den Leuten, jetzt ist, wir sind nicht so Typen, die jetzt sagen, ey, das haben wir nicht mehr, wir waren jetzt bei Wetten, das und Banane, ne? Na eben. Und Wetten, also jetzt zum Beispiel, also Harald gehen wir immer unheimlich gerne hin, weil wir schon, also ich weiß nicht, bei Harald war ich jetzt, glaube ich, schon 7 Mal oder irgend sowas. Und zu Viva kommen ist wir auch lustig. Auch, ja, kommen wir eben auch unheimlich gerne und so. Genau. Weil ihr habt unser letztes Video, Yuma Hatima Soul, total gut gespielt, Brother Louis auch. Und ihr wollt natürlich auch die Fragen unserer Zuschauer beantworten, richtig? Klar. Könnt anrufen unter 015 1517. Ich immer diese Fragen von Harald noch. 51, ja. Und jetzt gucken wir uns erstmal einen Clip an für euch, nämlich den neuesten. Den hat sich die Steffi aus Berlin gewünscht. Oh, vielen Dank, Steffi. Selber ansagen. Steffi, du hast einen guten Geschmack. Wollt ihr den gleich selber ansagen? Ja, ihr seht jetzt diese Gruppe, wie heißt sie? Talking Modern. Genau, Modern Talking. Hier sind wir mit dem neuen Clip hier. You are not alone. Der neueste Streich von euch beiden. Ihr habt ja auch jetzt in nächster Zeit viel zu tun. Ihr werdet das Album rund um die Uhr promoten, müsst in 1000 Fernsehshows und weiß der Geier was. Du hast ja vorhin auch gesagt, das ist anstrengend. Das Leben ist nicht mehr lebenswert, wenn man so viel ackern muss. Aber was tut ihr denn dagegen? Man muss doch auch mal irgendwo, macht ihr Yoga oder so oder Atemübung, irgendwas? Ich gucke mir Viva an. Finde ich gut. Natürlich nur die Sendungen, in denen ich auftrete. Natürlich. Danke. Und was machst du? Ja, das Komische ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber zum Beispiel so eine Sowjetunion oder so, ne, da kriegt man Viva in den Hotels. Ja, doch, wir kriegen viel Post daher. Und oft ist das der einzige deutsche Sender überhaupt, den wir im Ausland kriegen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber also zum Beispiel in Moskau oder wo wir dann immer sind, gucken wir oft schon wirklich Viva. Also wenn ich zu Hause wirklich permanent, auch wenn du nicht immer drin bist, permanent Viva laufen, einfach um auch mitzukriegen. Geräuschkulisse. So, mal so einen Fernseher vorbeigehen, wenn mir ein Song gefällt, dann gucke ich rein. Oder wenn mir ein Video gefällt und denke, hey, was ist das für ein Song, da will ich verstehen, wenn ich die Gruppen oder die Sänger noch nicht kenne. Das fand ich wirklich ernst. Und wie ist das so? Was war so das Letzte, wo du aufgehorcht hast und dachtest, ach, das ist interessant. Welche Gruppe, welcher Song, welches Video? Touché, wie heißt das? Meine Gruppe oder deine Gruppe? Genau. Ich krieg von euch Prozente, Jungs. Nee, war ohne Witz.
Diese Busta Rhymes, also das Video fand ich lustig. Cool. Give me some mo. Genau. Ja, ja, give me some mo. Da so, give me some mo. Genau. Nicht schlecht. Also das ist ein schönes Video, weil zu mir sagt meine Schallplattenfirma, man kann, was sollen wir noch Neues machen, was sollen wir noch Neues machen, es gibt nichts Neues mehr. Ja, aber es ist auch dann manchmal kommen doch immer wieder oder? Andere Leute irgendwie mit doch was Neues. Ja gut, aber ich meine, es ist auch manchmal anstrengend. Also wenn ich zum Beispiel Videos im Fernsehen sehe, die sind so schnell geschnitten oder mit so viel Schwarz dazwischen, oder dieses Fischaugending, dann denke ich, das ist langweilig. Manchmal ist es mir am liebsten, ich gucke was Normales und kann... Ach, das sagst Story du jetzt, so. Ja? Ja, eine Story. Und normal Story. Und wenig Schnitte. Ja, genau, so schön, langsam, also, ruhig. Also wie früher so. Genau, wie früher. Früher war alles anders. Als die Bilder laufen lernten. Ganz genau. Also unser nächstes Video, langsame Schnitte, musst du diesen Doro-Leuten mal sagen, dass sie da mal okay, ein bisschen... Okay, ja, ruf ich einfach mal an, ich sag mal, die haben das gesagt, schön langsam und so. Sag ich mal Bescheid. Aber dieses Video habt ihr in Südafrika gedreht, in Kapstadt, ne? Ja, sieht zwar nicht so aus, aber... Nee, warum macht man das eigentlich? Warum dreht man irgendwo, das man sieht es hinterher auch. Dann... Hinterher sieht es aus wie in Berlin hinterher. Ja, wir dachten, das sieht so geil aus. Also die haben uns da eigentlich hingelockt, wir waren mit 80 Leuten, mit 80 Leuten da. Deshalb ist das Video auch so teuer, es hat fast 1 Million gekostet. Und man sieht es aber eben nicht. Es sieht eben aus wie für 5 Mark. Das liegt eben auch an Doro irgendwie. Ist egal, ob da die Single ist erfolgreich. Ja, ich meine, das ist also fast nur Reisekosten. Nee, ich meine, ich hatte mir vorgestellt, Südafrika und wow. Man muss Folgendes sagen. Wir hatten ursprünglich vorgehabt, das in New York zu drehen. Aber die Jahreszeit gibt es nicht hier. Mhm. Wenn es da kalt ist und wenn es da schneit, da kann man schlecht halt eben solche Bilder machen. Mhm. Und so die einzige Stelle irgendwie, die es angeblich auf der Welt gibt, wo halt eben Wüste und Stadt und alles gibt, das ist irgendwie Südafrika mit Kapstadt. Vegas? Ja, aber da haben wir natürlich zum Wasser ein bisschen weiter, ne? Dann ja, okay, können wir mit dem Swimmingpool. Nur bei uns hat es auch geregnet, als wir in diesem See standen beim Video. Deswegen auch, das hat, und jeder erzählt, es hat seit 20 Jahren nicht mehr hier... Geregnet und natürlich dann, als wir dann Talking haben, so ja. Aber nur über dem Set hat es geregnet. Dann wurde das Wetter besser. Aber es war nicht so lustig. Ich meine, wenn du bei 7 Grad einen Tag da in diesem blöden Tümpel stehst und von oben regnet es, unten mit den Füßen stehst du im Wasser. Kannst durchlaufen. Die Lederhose ist klitschnass und so. Also es war echt nicht lustig. So. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Kannst mit Pipi machen, mitten auf dem See, da musst du jedes Mal... Komm, Männer haben es doch da leicht, ja, oder? Ja, du doch nicht mitten auf dem See, da stehen 100 Leute. Ja, gut, dann hinter so einem komischen Campingwagen und See steht ja, wir standen mitten auf dem See und jedes Mal musste so ein Schlauchboot und da durfte man noch nicht fahren. Also kamen die dann mal Ruder, 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 Ruder. Thomas ins Boot, Ruder, 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 Pipi, Pipi, Ruder, Ruder, Ruder wieder zurück. Da also hat doch einer Muckis gekriegt, oder? Aber dürft ihr nicht so viel trinken, so ist es halt. Okay, es war also nicht so lustig. Ja? Steh du mal 5 Stunden mit den Füßen nur im Wasser. Ja, da muss man immer pischen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mit den Füßen im Wasser stehe, muss ich pischen. Naja, das kommt drauf an, wie viel man vorher getrunken hat. Also wenn man nicht viel getrunken hat, dann muss man nicht pischen. Also es war wohl nicht lustig, aber wir haben was anderes Lustiges für euch. Wir waren nämlich vorhin hier mit dem Switch-Ensemble zugange. Ich weiß nicht, ob ihr die noch mitbekommen habt. Die wollten euch auch unbedingt treffen, Autogramme haben und so. Sie waren bei uns in der Garderobe. Ah, habt ihr schon bekommen, ja. Ne? Wunderbar. Und die haben uns noch was dagelassen. Nein, bekommen, Sie haben es bekommen. Wir haben uns was für euch dagelassen oder für uns alle, dass wir uns das mal eben angucken. Lach dich ruhig aus. Entschuldigung. Ach komm, ihr habt doch auch gelacht. Ja, wir haben aber, das kam ja wie Silvester oder so, da haben wir schon gesehen. Ich hab's noch nie vorher gesehen. Vor dem Auftritt, wir sind in Silvester, glaube ich, in Köln aufgetreten, in dieser Arena. Und davor hatten wir es gesehen und das fanden wir ziemlich lustig, dass es war. Ich meine, das verfolgt euch doch auch schon euer Leben lang. Ich kann mich noch damals erinnern, Formel 1, da gab es noch gar kein MTV oder Viva in Deutschland, glaube ich, mit Ingolf Lück. Na, davor war es ja noch irgendwie der so andere, Peter Illmann und so. Und dann kam Ingolf Lück und der hat euch doch auch mal aufs Korn genommen. Nee, aber Ingolf Lück hat sowas auch schon mal gemacht. Ja, ja, ich weiß, damals, vor vielen Jahren. Also auch die Komiker reproduzieren sich auch immer selber. Ärgert euch das? Nee, so todeskalt. Ich meine, nur die richtig Erfolgreichen werden nur nachgemacht. Von den anderen sind uninteressant. Und ich meine, das zeigt doch nur, dass wir richtig erfolgreich ganz oben stehen. Stimmt. So muss man es doch sehen. Das ist doch lustig, weil man muss ja auch ein bisschen Humor haben, oder? Ich meine, also wer nicht über sich selbst lachen kann, der hat es schwer. Die haben uns ja auch schon aufs Korn genommen, von daher macht das ja gar nichts. Was du das? Solltest du das dann mit der schwarzen Perücke? Ich glaube nicht. Eine schwarze Perücke bin ich irgendwie nicht, oder? Ich glaube nicht, dass ich keine Ahnung. Nee, aber wir haben auch noch Post für euch bekommen. Also wir haben viele Faxe bekommen und natürlich haben wir noch Anrufe an der Leitung. Jetzt kriegen wir erstmal. Nee, wir fangen mit dem Brief an, würde ich sagen, oder? Ach so. Warte, also. Und zwar ist der Brief von, hast du da die? Genau. Von der Ute Böck aus Dargun. Ja? Wo liegt das und, denn? Wenn ich das wüsste, 03995 in 9 Bundesländern. Und zwar. Was hast du gegen die neuen Bundesländer? Nichts, ich wusste bloß nicht, nur wegen der Null davor konnte ich mir das gut vorstellen. Ach so, die anderen, du meinst, die anderen Städte in Deutschland haben keine Null davor.
Nein, aber 03, Mann. Das ist immer genauso nachfragen wir mir. Dieter, wie viele Pferde hast du, um mal wieder vom Thema abzulenken? Zwei. Wie heißen die? Jenny und, warte mal. Alex. Nee, Jenny. Achso, und Sunny. Weißt du das gar nicht? Doch, Sunny und Jenny. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Vor 3 Monaten. Leben die noch? Dieter, komm zurück. Nein, da passt Nadja immer drauf auf. Welches Buch lest ihr momentan? Gar keins. Bravo. Die Bibel. Otto-Versand. Wirklich? Nein, ja, ich meine, hört mal, ihr seid Popstars, ihr seid rund um die Uhr beschäftigt. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr euch mal was kaufen wollt? Dann, ich meine, ihr könnt ja wohl kaum schwer in den Laden gehen und da irgendwie was einkaufen. Oder was ist mit Supermarkt? Wann hast du das letzte Mal einen Supermarkt von innen gesehen? Letzte Woche. Ja? Mallorca. Auf Mallorca. Mallorca. Er fliegt immer nach Mallorca, sich einkaufen. Nee, da wohne ich nicht so gerne im Hotel. Und da gehe ich schon mal im Supermarkt und kaufe irgendwelche Sachen und gucke, ob da auch stehen Modern Talking Platten stehen. Genau. Erstmal die Plattenabteilung durchwühlen. Wann seid ihr das letzte Mal mit der U-Bahn gefahren? In Koblenz gibt es keine U-Bahn. Gibt's keine? Ja, wo bist du an der U-Bahn? Da bremst du und dann bist du durch. Das geht. Also nein, in London vor 2 Jahren. Aber das geht schon noch. Also du kannst schon noch in London in die U-Bahn gehen und es schreien nicht alle: Hey, that's the guy from Modern Talking. That's the guy. Nee? Nee. Also es ist noch völlig okay. Vollkommen okay. Na gut, das waren so die Fragen. Und sie möchte noch wissen, ob du wirklich zu Hause barfuß rumläufst. Ja. Ja, okay. Woher weiß sie das, dass ich da so barfuß rumlaufe? Also sie hat das wahrscheinlich mal in irgendeinem Interview gesagt oder so. Was haben wir hier noch? Von der Romy. Sie möchte euch mitteilen, dass euer neues Album, eure neue Single echt genial ist. Leider haben wir euch bis jetzt nur einmal getroffen, und zwar in Durbach, bei Verstehen Sie Spaß. Aber wir hoffen, dass sich das wiederholen wird. Und wir haben noch eine Frage, die habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal beantwortet. Was war euer peinlichstes Erlebnis? Fällt euch da schnell was ein? Ja, Schweigen im Wald. Ja, immer wenn dir nichts einfällt, muss ich weiterreden. Also sozusagen, es gibt keinen. Doch, es gibt Tausende, aber ich wüsste jetzt nicht, was richtig peinlich war. Was war denn peinlich? Keine Ahnung. Ja, macht nichts. Okay, dann sind wir jetzt schon wieder fast am Ende angelangt. Wo fahrt ihr jetzt hin als nächstes zu Harald Schmidt heute Abend? Mhm. Und dann morgen wieder nach... Morgen fahren wir nach Berlin. Oh. Top of the Pops. Top of the Pops. Also nur unterwegs die ganze Zeit. Ich wünsche euch unterwegs. Noch Erfolg. Ich möchte drei Freunde grüßen von mir. Mach mal. Und zwar Marc Bohlen, Marvin Bohlen und Marilyn Bohlen. Meine kleinen Kinder. Möchtest auch noch jemanden? Ich habe heute wieder nicht zu Hause, aber ich komme. Freitag bin ich da. Freitag ist er da, okay. Möchtest auch noch jemanden grüßen vielleicht? Ich grüße auch seine Kinder. Ich habe doch keine, deshalb kann ich... Du kannst bei abkriegen. Vielleicht kommen da irgendwann welche. Erfolg brauche ich euch wohl nicht mehr zu wünschen. Den habt ihr ja schon, aber dass es so bleibt, wünsche ich euch. Und danke, dass ihr heute bei uns wart. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Adita, Thomas. Danke. Das waren Modern Talking. Und jetzt gibt's für euch noch Brotherly 98. Tschüss.